Ja, grüße dich. Heute geht es um das Thema Skoliose. Was kannst du dagegen tun? Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, wenn du eine Skoliose hast, also damit meine ich quasi so einen Bogen in deiner Wirbelsäule, so wenn man von hinten drauf schaut, so ein seitlicher Bogen. Was hat das für Auswirkungen? In der Regel verzieht sich deine Körperhaltung, je nachdem, wie stark die Skoliose fortgeschritten ist. Ja, also ich habe auch eine leichte Skoliose. Bei mir ist es auch alles so, die rechte Seite ist bei mir so ein bisschen betroffen. Das heißt, die hängt so ein bisschen weiter runter. Die linke Seite ist ein bisschen weiter oben. Ja, minimal. Jetzt sei dir einmal gesagt sein. Egal wer dir erklärt, du kannst eine Skoliose wegtrainieren mit Krafttraining. Hör nicht darauf, das ist Bullshit. Das stimmt überhaupt nicht. Warum? Weil die Skoliose ist in der knöcheren Struktur, nicht im Weichgewebe. Und wenn die da drin ist, ja, kriegst du die mit Krafttraining überhaupt nicht weg. Du kriegst sie nicht mal mit Faszientraining weg, ja, weil die einfach da fest verankert drin ist. Es gibt eine Personengruppe, die sie noch wegbekommen mit Krafttraining, aber sogar mit Faszientraining noch viel, viel schneller. Und das sind Jugendliche. Also, wenn im Jugendalter, ja, wenn da festgestellt wird, dass du eine Skoliose hast, dann kannst du sie noch wegbekommen. Also wenn deine Kinder zum Beispiel Rückenschmerzen haben, lass das checken, ob die eventuell eine Skoliose haben und dann kann man da noch schnell was machen und man bekommt sie wirklich gut wieder in den Griff. Aber als Erwachsener, lass dir gesagt sein, bekommt man sie nicht mehr weg. So, jetzt ist es aber auch nicht so dramatisch, weil viele haben eine Skoliose, die es gar nicht wissen. Ja, weil sie gar keine Probleme haben, weil der Körper kann das erstmal gut ausgleichen, ja, und da ist der Weltmeister drin, ja. So, wenn du jetzt aber jeden Tag noch eine einseitige Belastung dazu hast, also das heißt, du hast eine Skoliose und du sitzt jeden Tag ganz viel oder arbeitest viel nach vorne, was du ja beim Sitzen hast, dann kommt die Skoliose mehr zum Tragen und mehr raus. Bei einer Skoliose gesagt, habe ich ja gerade gesagt, es ist so ein Bogen drin. Das heißt, da werden Bänder auf der einen Seite ein bisschen fester, auf der anderen Seite eher länger gezogen. Das führt natürlich dazu, dass auch an deinen Wirbelkörpern einseitiger Druck herrscht, ja. Und das führt wiederum dazu, dass du schnell hier in dem Bereich blockierst, ja. Du hast so gewisse Blockaden da drin. Jetzt gehen die meisten, wenn sie eine Blockade haben, die dann vielleicht auf den Nerv drauf drückt, zum Chiropraktiker, der renkt dann alles wieder ein. Ja, das geht dann ein, zwei Wochen lang gut und dann bist du wieder beim Chiropraktiker. Jetzt kannst du natürlich nicht jedes Mal zum Chiropraktiker gehen und dich da einrenken lassen. Und das ist halt auch nicht auf Dauer gut. Deswegen ist es wichtig, wenn du eine Skoliose hast, dass du da quasi Pflege betreibst. Dass du in dem Bereich dich einfach mal wieder so bewegst, wie du es gar nicht mehr machst, ja, und zum Beispiel Rotationsbewegung einbaust. Ich zeige dir gleich eine sehr, sehr gute Übung, die wirklich richtig gut tut und du wirst sofort dann auch merken, da löst sich dann auch was, es kann schon mal ein bisschen knacken, ne? Da merkst du auch, dass ein Wirbel wieder an die richtige Position gezogen wird, das erreichst du mit dieser Übung und ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du eine Skoliose hast, dass du einfach täglich eine Übung machst und dann wirst du auch keine Probleme haben. Ja, das ist wirklich das Schöne dabei. Wir können mit einer Skoliose super leben. Ja, also meine Mutter zum Beispiel, die hat so eine starke Skoliose, die wurde im Jugendalter, so mit 17, 18, wurde die operiert und da wurde ein Stab eingesetzt. Jetzt würde man denken, um Gottes Willen, Stab, ja, die kann ja gar nichts mehr machen. Aber die macht noch mal Gartenarbeit, die macht auch meine Übungen und die tun ja richtig, richtig gut. Und deswegen, limitiere dich nicht selber. Gib dich nicht damit zufrieden und sag, wenn ich eine Skoliose habe, kann ich mich nicht bücken und nicht aufrichten. Kannst du. Es kostet nur erstmal Überwindung, ja. Und vor allem musst du das auch, damit du nicht langfristig noch mehr Probleme hast. Weil, ja, das ist ja so ein Rattenschwanz, ein Teufelskreis. Wenn du eine Skoliose hast und nichts machst, ja, dann verspannt, verklebt alles. Deine Körperhaltung wird noch schlechter. Zu der schiefen Haltung kommt noch eine Rundhaltung, dass dein Rücken immer runder wird, weil deine Schultern immer mehr nach vorne fallen, ja. Und deswegen wichtig, mach was, tu dir den Gefallen, ja. Und noch eine Bitte, das ist die Übung, die jetzt gleich kommt, die ist wirklich genial. Teil das Video mit jemandem, wo du weißt, der hat eine Skoliose oder auch Rückenschmerzen oder jemand, der viel sitzt und immer über Plakaten hier im Brustwirbelsäulenbereich quasi
sich da äußert, dann teile das mit diesem Menschen. Er wird sich darüber freuen, da bin ich mir sehr sicher, weil so eine Übung, ja, findest du nirgendwo, weil ich mich auf diese Fastenstruktur quasi, ja, damit beschäftige und somit halt einfach viel mehr Zug auf die Fastenstruktur bekomme. Und das heißt wiederum, dass sich sofort der Bereich, wo das Gürtel ist, entlastet. Ja? Und vielleicht noch eins erzählt, wo tauchen die meisten Skoliosen auf? Die meisten tauchen im Brustwirbelsäulenbereich auf und kommen natürlich dann mit einer doppelten Geschichte her, dass du dann im Lendenwirbelbereich quasi genau das Gegenstück hast. Also als Beispiel, oben geht es nach rechts raus, dann geht es meistens unten nach links raus. Als Beispiel, wenn du eine leichte hast, ist das nicht der Fall, das ist eher bei den größeren Skoliosen der Fall. Und dann, wie gesagt, Schulterstellung schief, Beckenstellung schief, die ganze Statik der Wirbelsäule bringt durcheinander. Ja? Und da möchte ich jetzt aber nicht noch mehr zu erzählen, sondern mir geht es mehr für dich um die Lösung, ja, was du dagegen tun kannst, sodass du dich besser fühlst und wohler fühlst. Und dann legen wir jetzt direkt einmal los. Und zwar ist einmal Füße schulterbreit und jetzt machst du vor, und jetzt nimmst du den rechten Arm und drehst den einmal so weit nach hinten auf, wie es geht, ja, und machst dann quasi hier so eine Stechbewegung mit den Armen. Und jetzt kommt der äußere Arm, der macht genau die gleiche Bewegung und der macht auch so eine Stechbewegung in die Richtung von dem Arm, der da hinten gestreckt ist. So zwei, dreimal, dann kommst du nach vorne und jetzt kommt die andere Seite. Na, und wenn du zum Beispiel Gartenarbeit machst mit einer Skoliose, dann wirst du danach feststellen, dass sich dein Rücken überhaupt nicht gut anfühlt. Dann machst du so eine Übung und dir geht es danach viel, viel besser. Ja? Das ist eine Übung. Ich zeige dir gleich noch eine Übung, die du machen kannst. Und mich halt immer hier richtig lang ziehen. Ja? Also richtig in die Länge ziehen. Einmal nach hinten. Und probier wirklich die Übung direkt aus. Sie ist wirklich genial. Sie tut richtig, richtig gut. Also die Übung machen. Und jetzt zeige ich dir noch eine, die dich aufrechter zieht und auch die Skoliose in dem Bereich alles entlastet, ja, die Verklebung lockert, ja, das ist wichtig bei einer Skoliose, weil du hast da Verklebung, deswegen blockiert dann öfters deine Brustwirbelsäule und deine Wirbelkörper. Jetzt machst du Folgendes, du streckst deinen Arm nach hinten und richtig, richtig Zug nach hinten, ja. Da ist schon richtig Spannung dann drauf. Das kann auch schon ein bisschen knacksen. Und jetzt machst du Folgendes, du drehst den Daumen nach innen rein. In der Endposition machst du so eine Wippbewegung. Und dann drehst du den Daumen nach außen und da das Gleiche. Und da kannst du schon mal richtig schön knacksen und knirschen, je nachdem wie verspannt du bist. Umso mehr merkst du dann auch. Ja, und dich hier richtig Zug ausüben. Das ist wichtig. Genau, wie oft machst du die Übungen? Also einmal täglich auf jeden Fall. Und wenn du eine einseitige Belastung gehabt hast, dann direkt danach. Also du hast irgendeine Arbeit verrichtet, geputzt im Haushalt, Gartenarbeit gemacht, wo du dich viel gebückt hast, dann mach diese beiden Übungen und dir wird das richtig, richtig gut tun. Ja. Das war's dann schon für heute. Also wie gesagt, mein Ziel war es, dir nicht genau zu erklären, wie so eine Skoliose und bla 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 alles entsteht, sondern ich will dir mehr die Lösung an die Hand geben, weil das ist so mein Kern der Arbeit. Ich möchte den Menschen helfen, die Probleme zu lösen und nicht die Probleme erstmal breitreten und mehr erklären. Und deswegen bin ich jetzt nicht so darauf eingegangen, wie so eine Skoliose entsteht und was da genau alles passiert. Ja, wichtig ist doch, dass du weißt, was du dagegen tun kannst. Und das weißt du jetzt. Und deswegen würde es mich einmal freuen, wie ich gerade schon sagte, dass du einfach dieses Video teilst mit deinen Freunden, Bekannten, wo du weißt, die haben da ein bisschen Probleme. Und auch diesen Kanal oder auch hier bei Facebook einmal den fetten Daumen hoch machst und hier quasi gefällt mir da lässt, auch von der Seite. Weil es erwarten dich in Zukunft hier wirklich viele interessante Dinge. Und das Thema ist generell deine Faszien und dein Schmerz geht. Also alles, was sich um Schmerzen handelt,
Darum werde ich jetzt hier in nächster Zeit ein bisschen mehr Sachen posten, werde auf YouTube noch eine neue Rubrik ins Leben rufen, da bald mehr zu, bin gerade dabei, da ein paar Videos zu machen für und genau, da werde ich auf Facebook das aber auch ankündigen, sodass du das auch mitbekommst. Ja, also Daumen hoch machen, gefällt mir drücken von der Seite und Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast auf YouTube. Und schau mal auf YouTube vorbei, da findest du richtig gute Übungen, die dir richtig gut tun. Okay, dann bis im nächsten Video, dein Tobias.